Stufenfeld so hochkommt. Und man nur ausfinden, wie man so fangelt. Im Moment ganz leicht mit 50. Halb probiert den Spinner. Probiere ich wohl noch mit 65, ob ich den Blinkern ein bisschen mehr im Strudelwasser halte. So gucken, ob da noch was raus. Oh, da ist er doch! Oh. Ja. Oh, der ist gut, der Loch. Das ist die verkrippelte Schwanzmännisch, oder? Gibt sich gar nicht. Wenn jetzt wo er erschrocken, wo er dich gesehen hat, dann bist du doch hässlicher wie ich. Ja. Aber er hat den Schwanz aber total verkrippelt, ne?
gar nicht gesehen. Ja, ja, geil. Hat der einen geilen Schädel, oder? Lass mal an. Steckt der Akku leer, oder? Nein, nein. Scheinbar nicht, weil... Ja. Einen geilen Kopf, hä? Ja. Oh. Alter. Mach die Kauplatte auf. Keine Tragreifen. Nee. Jetzt hat er dich aber. Jawohl, jawohl. Massiger Fisch, ne? Ja, ja. So hängen die Blinker natürlich perfekt. Wenn sie so in der Ecke hängen, richtig klasse. So, dann halt wieder mit dem Hammer-Einschlag. Der Fisch hat 1,93 Meter, aber Masse ohne Ende. Der hat einen verkrüppelten Schwanz und deswegen ist er wahrscheinlich, das wäre ein 2,10er Fisch wahrscheinlich, wenn der fertig wäre. Ja, deswegen ist er nicht so lang ausgewachsen, aber toller Fisch. So kann es weitergehen. Nach 8 Fehlbissen, der 9. blieb hängen. Unglaublich. Ne? In dieser braunen Brühe, die Welse sind da, aber attackieren die Blinker und schießen oft daneben. Ralf, top. So, die Bucht, wo man eben gefischt hat, von der anderen Seite, hatte mal einen Nachsteiger. So, ich hatte gerade einen Fehlbiss kurz vor der roten Spitze und der Ralf hat den nächsten gefangen. Nicht die größten, aber egal. Der Dor ist jetzt Biss Nummer 11 für heute. 12, ne 11, meiner ist ja nur gestiegen. Unglaublich, wie man sieht, Wasser ist kackbraun, aber ehrlich. Als wir angekommen sind, hier ist ein Bachzulauf, der ist total braun. Und der Fluss war noch einigermaßen, also deutlich hat er sich abgegrenzt. Jetzt hat er eine Farbe. Die Fische sind da, produzieren aber sau viele Fehlbisse in dem trüben Wasser. Ja, knapp, aber sehr gut. So, 50 Gramm Rassel normal. Supi. Sauber. Da ist er. 15 hat er. Ja, ja. So, kann man schon nicht mehr zählen, was wir hier in der Arsch gewaschen bekommen haben. Das ist bestimmt das 20. Mal. Hier zieht ein Schauer nach dem anderen durch, ein Gewitter nach dem anderen. Die Luft geht wie ein Sau. C'est la vie.
Oder geh auf die Innenseite. Geh an dem Baum vorbei und probier hin. Jawohl. Ah, ich sehe da recht vom Meter, ja. Ja, warte, ich beißen. Da komm. Da kommt wirklich. Da komm. Ja, ja. Ich bin ja auch ein feiner, gell? Da komm. Da ist er. Da muss ja nicht so explodieren. Oh, richtig guter. Jawohl. Klasse. Top. Petri Heil. Ganz ruhig. So, da gehen wir mal. Geh mal so. So, ne? Der Fisch Nummer 3 für heute. Nummer 18 insgesamt. Wieder super Fisch, super Einschlag. 1,93 Meter. Der hat auch wieder Flecken von Meerneuenaugen oder Flussneuenaugen. Hinten 3-4 Stück, wo angesaugt worden ist. Der Zeit, wo wir den hier rausgeschleppt haben, hat der Wels noch ein großer Wels uns Stativ umgeschmissen. Von der Kamera, was noch draußen stand. Hat einmal gerumst, war Stativ weg. So, Bäuchelchen Hanse. Es hat gestern geregnet wie die Sau mit jede Menge Gewitter. Wir haben eine braune Brühe und jetzt stehen die Wälze am Ufer. So. Und hier kann man noch mal sehen. Hier kann man mal sehen, wo die angeknabbert sind. Von den Flussneuenaugen. Oder Meerneuenaugen. So, beide Seiten. Nochmal hier. Ja. Und hier. Ja. So, Amigo. Das los ein Ami, kein Amigo. Ja. Wo ist er? Da ist er. Da ist der Daumen.